ich bin jetzt mit dem Shuttlebus zum PLCC gefahren, wo auch die Petronas Towers, glaube ich, in der Nähe sind. Ich weiß es aber gar nicht. Ja, und wollte hier den Park angucken. Dadurch musste ich aber erstmal voll durch die Protzmall durch. Mit Cartier und Co. Und jetzt bin ich hier im schönen Park angekommen. Guck mit denen ein bisschen an, mache ein paar Fotos. Und dann geht es vielleicht doch wieder in die Protzmall. Mal gucken, was da. Wurde gerade mit dem Shuttle wieder abgeholt. Zwar habe ich koreanisch gegessen, das war aber voll der Fail. Es ist halt scheiße, wenn man die Speisekarte nicht lesen kann. Und anstatt leckerem Gegrillten dann auf einmal so einen Suppentopf bekommen, so ein Riesending. Ich blende jetzt das Bild mal gerade ein. Tja, schade. Ich hätte halt gerne so richtig geile koreanisch gegessen. Und das war auch noch richtig teuer. Und ich habe irgendwie nur zwei Suppendinger geschafft. Also es war halt richtig fail. Danach bin ich nochmal nach vorne gegangen, um nochmal Fotos von den Petronas Towers zu machen. Da lief mir dann die ganze Security Guard hinterher, der dann Selfies machen wollte und so weiter. Und der dann unbedingt mit mir noch weg wollte. Das fand ich dann aber sehr seltsam und selbst als ich von meinem Ehemann erzählt habe, hat er mich irgendwie nicht in Ruhe gelassen, sodass ich dann nur noch fluchtartig das Gelände da verlassen habe. War seltsam, sehr seltsam hier. Ja, ansonsten habe ich dann mal gemerkt, dass ich das irgendwie mal ein bisschen besser planen sollte, mir hier die City anzugucken, weil ich jetzt voll viel noch nicht gesehen habe und halt mehr dabei bin, meine Wunden irgendwie zu verarzten. Ja, aber ich denke, jetzt läuft es eigentlich schon wieder besser, deswegen werde ich jetzt morgen nochmal ein bisschen die Stadt erkunden, nachdem ich ausgeschlafen habe wahrscheinlich. Und ja, werde nochmal einen anderen Teil von Kuala Lumpur mir auch noch angucken. Und werde vielleicht auch mal so eine kurze Begehung machen hier im 5-Sterne-Hotel. Dann zeige ich euch mal, wie geil das eigentlich ist und warum ich eigentlich mehr Zeit im Hotel verbringe als in der City. Ja, damit würde ich sagen, ich wünsche euch eine gute Nacht. Alles Gute und bis morgen.